Er kann es einfach. Frank Zander, bekannt als Musiker und Schauspieler, offenbart mit wenigen Strichen seine unbekannte Seite, das Zeichnen und Malen. Für den 78-Jährigen kein Neuland, sondern eher ein Back to the Roots. Ich bin Grafiker, habe studiert, aber die Musik war immer stärker. Also Menschen vor der Bühne zu haben, Mädels, die applaudieren, also das war schon mein Ding. Aber ich kann schon mit dem Pinsel umgehen, das klingt komisch, aber ich kann schon mit Farbe umgehen. Die echten Zander, mal in Öl, mal in Popart, sind im noblen Fischrestaurant Kastenmeiers im Dresdner Taschenbergpalais zu sehen. Tief beglückt ist man dort, ob dieser Ausstellungsidee. Also Zander passt natürlich immer, ne? Ist einer der meistverkauftesten Fische bei uns im Restaurant. Aber da kommt es nicht ungefähr her. Also wir haben seit über 10 Jahren wechselnde Kunstausstellung. Mittlerweile haben wir die 56. Ausstellung hier. Und der Herr Zander ist halt jetzt dabei und wir freuen uns riesig, dass er da ist. Zander Ravioli à la Kastenmeier ergänzen das Essen zur Wandgestaltung, die allerdings nicht lange so bleibt. Alle 10 Wochen wechseln dort die Ausstellungen und ein echter Zander verkauft sich. Die Preise zwischen 1.100 und 32.000 Euro sind schon Butter bei die Fische, schrecken aber die Interessenten nicht ab. Das Bild beschreibt natürlich Hamburg, wo wir herkommen. Wir leben jetzt in Dresden, sammeln Dresdner Künstler. Aber hier war natürlich das Herz ganz schnell an der richtigen Stelle. Da haben wir gesagt, das Ding, ein echter Zander, den wollen wir ganz gern zu Hause haben. Den haben wir sofort gekauft. Dieses eine Bild, was mir total gut gefällt, das ist einfach nicht meine Preislage. Nicht? Ja, muss ich einfach so sagen. Aber ich muss sagen, man wird inspiriert. Und es tut einfach der Seele mal gut, das hier zu sehen. Frank Zander im Glück. Überwunden seine Krankheiten wie Krebs und Hüftleiden. Geblieben ist das Engagement des Ur-Berliners für sozial Schwache. Abgeben ist eine Philosophie für mich und mir geht's gut. Also seht, ein Zander, dem geht's gut. Und Robin Hood hatte immer schöne Mädels im Wald. Fische, Helden, Gemälde. Ein Zander ist sich für fast nichts zu schade und singt dann doch noch live zum Abschied.